Letzter Deutscher musste dann Luan Krasniqi in den Ring. Der 24 Jahre alte Schwergewichtler hatte in der 90-Kilo-Abteilung ein vermeintlich schweres Los gezogen. Sein Gegenüber, Wladimir Klitschko, so etwas wie ein Angstgegner des in Jugoslawien geborenen Spätstarters. In Runde 2 lag Krasniqi, der erst seit seinem 17. Jahr boxt, mit 2:0 Punkten vorne. Doch es war kein schöner Kampf, den er sich mit dem Mann aus der Ukraine lieferte. Viel Geklammere, anstatt, wie erwartet, schöner Boxszenen. Die Punkte 3 und 4 resultierten dann auch nicht aus Treffern des eingebürgerten Schwaben, sondern aus einer Verwarnung gegen Wladimir Klitschko. Ständig musste der Ringrichter dazwischen gehen und es dauerte auch nicht lange, da fing sich Krasniqi eine Verwarnung ein. Der alte 2-Punkte-Abstand war wieder hergestellt. Luan Krasniqi landete dann doch noch einen Treffer zum 5:2, bevor es in die dritte und letzte Runde ging. Auch hier das alte Bild. Beide Boxer rannten immer wieder ineinander, mussten dann vom Ringrichter wieder getrennt werden. Noch ein Punkt gelang dem Deutschen, den Rest schaukelte er dann über die Zeit gegen einen enttäuschenden Wladimir Klitschko aus der Ukraine. Am Ende konnte sich Krasniqi, der gestern seinen 24. Geburtstag feierte, über ein 6:2 Geschenk im Ring freuen. Das Gelbe vom Ei war es allerdings nicht gerade, was er leistete. Im Halbfinale wird sich Krasniqi gegen den Türken Sinam Samilsan steigern müssen. Der gewann gegen Mostafa Amir aus Ägypten vorzeitig durch Abbruch in der dritten Runde.